solltest nicht weiter so rumlaufen, wenn sie dich nicht erwischen sollen. Ah, was hast du da gefaselt von dem Typ, der mein Bild gekauft hat? Da käme eventuell als der Mörder deines Vaters in Frage. Wie hieß er? Oder welchen Namen hat er angegeben? Scheiße, hab ich vergessen. Adresse, Visitenkarte oder so. Hat er mir nicht gegeben, glaube ich. Gott, nochmal, irgendwas, eine Quittung. Das war ein Riesenschinken, den kann er doch nicht alleine weggetragen haben. Abgeholt haben den so, na, alternative Freaks. Mit einem völlig beknackten Namen, warte mal. Wieselfling, genau. Spedition Wieselfling. Ah, das ist doch schon was. Hör mal. Der war absolut nicht blind, der Typ. Ich meine, das war ein hundertprozentiger Kunstexperte. Ah, wie kommt er ausgerechnet auf dich? Weil ich ein guter Maler bin, Mann. Glaubst du, er hätte mir sonst 3.000 für den Schinken bezahlt? Das ist es ja gerade, was mich so misstrauisch macht. Kein vernünftiger Mensch würde dafür... Du hast gesagt, du bist ein Kunstbanause. Bleib lieber dabei.